sagst zu Anfang erst Monster, die sich gar nicht wehren, quasi, also die sich nur wehren, wenn provoziert. Mhm. Dann jagst du solche kleinen Fleischfresser hier, wie diese, diese kleinen Jungs, die hier rumlatschen, ne? Kann ich die eigentlich auch aus dem erwischen? Ja. Aber wir machen uns gegenseitig keinen Schaden. Dann das erste große Monster, wie gesagt, ist der Kollege hier. Ja. Und von dort aus arbeitest du dich dann hoch. Also das Ganze läuft dann immer stufenweise ab. Mach dir da keine Sorge. Oh, aber das Ausweichen klappt wirklich gut. Du hast recht, das braucht man. Ja. Im Hauptspiel und nimm mal einen Trank. Ja. Lauf mal weg und im Trank. Eins. Jo. Du kannst auch gerne mal versuchen, verfaultes Fleisch abzulegen. Irgendwo hin. Möglichst, wenn er dich jetzt nicht anpeilt. Warte. Mal greifen alternativ an. So, jetzt. Ach. Hab ich. So, und jetzt komm wieder her und kämpf mit, weil wenn er jetzt hungrig wird, dann kann es passieren, dass er das frisst und dann ist er betäubt. Hey. Ich hoffe mal, dass er auch anspringt. Aber ich hab so meine Zweifel gerade dran. Bang! Flieg! Hey. Vorsicht! Oh, verdammt. Nimm mal wieder einen Trank. So, 5 Minuten haben wir schon rum. Wir haben 50 Minuten Zeit, um das Vieh zu erledigen. Okay. Und meine Waffenstärke ist gerade runtergegangen. Oh, stimmt. Ich sehe schon. Und ist dann so. Wenn es ein bisschen beschädigt ist, sieht halt. Dann musst du schärfen. Aber Achtung, der Schärfungsprozess nimmt einiges an Zeit in Anspruch, ne? Okay, weiß ich Bescheid. Ich halte ihn vom Leibe. So, komm hier. Jetzt ist er schon wieder mein Kollege. Das Schöne ist übrigens, wenn du einen Singleplayer platt machst, beziehungsweise halt, online oder so, beim ersten Mal ist er total fies. Weil, jetzt frisst das verfaulte Fleisch gleich. Pass auf. Ja, hat er. Jetzt sitzt er fest. Das erste Mal, wenn du einen platt machst, ist er natürlich total fies. Aber du wirst natürlich nachher später stärker und. So, von meinem Spielcharakter her ist das hier quasi ein normales Monster. Ja. Und zack, das war's schon. Ja. Erledigt. Sehr schön. Jetzt könnten wir noch rausnehmen, aber der gibt hier nicht so schöne Beute her wie sonst. Ach ja, das vergessen wir zu sagen. Wenn du diese kleinen Viecher erlegst und dann ausnimmst, ja. Also das müsstest du bei dir dann mit weggesteckter Waffe wegstecken kannst, entweder mit Plus oder Minus, der A-Knopf oder Nunchuck schütteln sein, dann kannst du aus den Megatränke rausholen. Okay. Das sind dann zusätzliche Tränke, die du vielleicht brauchen kannst. So, nimm einfach die Belohnung mit. So, ich würde sagen, wir nehmen uns an das Monster, ne? Jo. Wenn dich jetzt ein bisschen mit eingefunden hast, weil jetzt wird es schwieriger. Jetzt wird es wirklich schwieriger. Oh, fliegendes Viech. Ne, der fliegt noch, der fliegt ein bisschen, ja, aber nicht so. Och, verdammt. Was? Nicht ehrlich. Ladies and Gentlemen, wir haben ein technisches Problem. Wir sagen schon mal im Voraus auf Wiedersehen, weil wir wissen jetzt leider nicht, wie lange der Akku noch hält. Genau, vielleicht schaffen wir noch diese Runde, vielleicht nicht. Schaffen wir nicht. Aber wir müssen uns jetzt mal was einfallen lassen. Was ist das? Also gut, Leute, wir melden uns vielleicht gleich zurück. Ansonsten war schön, dass ihr zugeschaut habt. Leider eine kurze Episode geworden. Okay. Aber die Technik gehört nicht mitmachen. Also Leute, man sieht sich. Bis dann. Bis demnächst. Also dann. Wollen wir mal schauen, vielleicht kriegen wir noch was hin. Ich bezweifle so ein bisschen. Bist du sicher mit deiner Wahl? Was ist, glaube ich, hier.
den Bogenschützen vorhin ausgewählt gehabt. Wie ist das hier? Das ist wieder Schwert und Schild. Ja, gut. Aber also, größere Waffe dauert ein bisschen, ne? Ja. Was? Mal gucken, ob wir den jetzt erlegen können. Wir haben versucht, das Ding ein bisschen zu laden. Das Problem ist nur, wir wissen nicht, ob das Ding, ob diese Kamera wirklich sich über USB laden lässt. Wenn ja, dann hurra, aber... Hurra. Haben wir über die Wii dann geladen. Dann hat die ein bisschen Strom geliefert. Wenn nein, haben wir jetzt ein Problem. Das heißt, wenn nein, seht ihr diesen Teil auch gar nicht. Dann verschweigen wir den auch nicht. Ration wieder, ne? Jawohl. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Auf geht's zur Kuru-Kuru-Pekko-Jagd. Kuru-Kuru! Da hinten ist er. Oh Gott. Ist er nicht niedlich? Ich mag ihn. Das Vieh fliegt noch nicht. Ich hab seine Rüstung. Echt? Jo. Oha. Das sieht aber... Du bläst dich ja toll auf. Aber was ist das? Vielleicht soll ich erstmal Waffe ziehen. Ne? Oh mein Gott, wie... Oha. Das kann ja lange dauern. Ist jeder Schlag von ihm weg? Boah. Das Problem ist jetzt mit den Großschwert nicht überhaupt nicht eingespielt. Warum lädst du es dann? Ich habe keine Ahnung, aber was Neues ausprobieren. Nee, im Hauptmodus benutze ich eigentlich eine Switch aus. Ich hab's geschafft, um den durchzunehmen. Pass auf, jetzt macht er so ein paar Folgeangriffe. Wenn man seinen Zündstein spielt, dann heißt es, er wird hier gleich ein bisschen Feuer machen. Au! Boah, wie die Viecher weggefetzt werden. Alter. Au. Au. Wie soll ich hart mit dir sein? Merkt man, dass ich nicht damit eingespielt bin? Man kann ja geblockt werden, so eine Art zu scheißen. Ei. Go! Hab ich dich getroffen? Ich such gleich mal eine andere Taste rum. Welche Taste hast du jetzt genommen? Zack! Der saß. Das Problem ist, ich muss jetzt erstmal aus meinem Switch-X-Muster rauskommen. Weil das Ding spielt sich ja mal komplett anders. Okay, nicht komplett, komplett, aber anders halt. Du verstehst. Ja. Stehen. Zack. Ja, zack. Zack, das sitzt doch. Das sieht doch gut aus. Zack. Und zack. Nein. Jetzt brennst du, roll dich ein bisschen umher, dann kannst du das Feuer löschen. Du nimmst doppelten Feuerschaden, wenn du brennst. Ah, ich wollte rollen, das ging nur nicht. Ach, es gibt kein Nicht-Gehen, es gibt nur ein Nicht-Feuer, es gibt nicht ein Dach. Oh, was auch immer. Was ist das denn? Kleine Viecher, die mich zurück aufs Spielfeld bringen. Der Fehler in der Fehler in Krankentransporter. Komm sofort. Ei! Komm sofort. Hilfe! Der findet mich zum Kotzen. Das ist nicht gemeint. Stimmt, ja. Oh, verdammt. Ja. Der kriegt's Kotzen. Ja. Da steht! Mein lieber Kuropeko, bleib mal bei mir! Nein! Was ist denn damit? Er ruft damit neue Kameraden. Das ist anstrengend, das ist schwer, schwer genug.